Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Glatt rasiert. Ja, ihr seht es, Stoppeln sind im Gesicht, die müssen weg. Deswegen wird sich jetzt gleich rasiert werden und ich freue mich, dass ihr dabei sein möchtet. Heute wird es nämlich wieder ein besonderes Video geben, denn alle Sachen, die ich heute hier benutzen werde, oder fast alle Sachen, stammen von euch und sind hier als Channel Support eingegangen. Ja, ich hatte einen tollen Rasierhobel gesehen, der mir vom Styling hier unheimlich gut gefiel und habe ihn dann auf meine Amazon-Wunschliste gesetzt. Und Julian Klein war so freundlich und hat ihn mir zukommen lassen. Und zwar ist das dieses schöne Stück hier. Das ist der The Goodfella Smile Stiletto. In so einer Schachtel kommt er daher, Stiletto, und so schaut das schöne Teil aus. Ja, wunderhübscher Rubel finde ich, unheimlich cooles Styling, mit dieser roten Basisplatte hier, Sting Red nennt sich das Ganze. Ja, toller designter Griff hier, fasst sich unheimlich top an. Ist ein Alu-Rasierer, wiegt 36 Gramm, hat hier eine Grifflänge von 8,5 Zentimeter und hat einen sehr kleinen Klingenspalt, nämlich nur von 0,45 Millimeter. Das verspricht erstmal wahrscheinlich dann auch ein sanfter Rasierkopf zu sein. Ja, ein schönes Design. Die Sachen von The Goodfella Smile oder die Rasierhobel, die ich euch jetzt auch schon gezeigt habe, die haben mich echt begeistert. Der Valinor zum Beispiel oder auch der Synthesy aus Edelstahl, tolle Rasierhobel. Und er schaut hier auch zumindest erstmal optisch total top aus. Und ich würde sagen, ich lege ihn euch jetzt einmal auf den Drehteller und dann können wir uns zusammen nochmal von Dichten anschauen, denn der ist auf jeden Fall hier ein Blick wert. Ja, der The Goodfella Smile Stiletto. Also echt ein toller Rasierhobel. Liegt unheimlich gut in der Hand hier mit dieser Riffelung hier. Also ganz tolle Nummer. Ja, The Goodfella Smile, eine Marke der Barbieri Unity. Barbieri Unity ist der größte Rasurproduktehersteller in Italien. Sitzen in Bergamo und das, wie gesagt, seit 2011. Kann man sehr gut bestellen. Der Shop ist erreichbar unter drei verschiedenen URLs. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend. Einmal unter der Adresse Barbieri Unity, einmal unter der relativ bekannten Adresse Raise Your Goodfellas und einmal auch unter der URL The Goodfella Smile. Die verweisen alle auf den gleichen Shop, wenn man so will. Ich habe neulich jetzt wieder bestellt. Dort ein paar Sachen und die Sachen waren aus Italien in 2 Tagen hier. Also es ist unglaublich. Die haben unheimlich gutes Tracking-System. Man wird immer informiert, wo die Ware gerade hängt und in 2 Tagen wurde hier. Also das geht genauso schnell oder fast schneller, als wenn man hier in Deutschland irgendwo bestellt. Also kann man total gut bestellen. Der hier schnappt jetzt von Amazon.
Da hatte ich den nächsten Tag wahrscheinlich so ungefähr. Aber wenn man da in Italien in Bergamo direkt bestellt, das geht auch ratzfatz, bis die Sachen dann hier sind. Ja, was wollen wir nutzen an Klinge? Die hatte ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt, bin ich der Meinung. Die Big Ben, die ich eigentlich auch sehr gerne nutze, kommt aus dem Hause Lord. Da kommen ja viele tolle Klingen her, die ich gerne benutze, wie zum Beispiel Lord Platinum oder die Shark Super Stainless. Die Asco stammt daher aus dem Hause Lord und auch die Racer. Alles vernünftige Klingen und ich denke hier, das kann hier ganz gut passen. Die Big Ben Super Stainless nennt sich die, glaube ich, genau. Die werden wir heute hier in den Stiletto reintun. Ja, die anderen Sachen, die heute kommen werden als Software, fast auch alle aus dem Hause The Goodfellas Smile. Da nutze ich immer gerne hier die Dawn of Glory Pre-Shave Gel, nennt sich das. Ja, in meinen Augen ist das fast, hat so eine Konsistenz wie ein Öl, ohne ölig zu sein. Es sind viele tolle Inhaltsstoffe drin, Allantoin ist drin, Aloe Vera ist drin, Kamille ist drin, Malve, Ringelblumenextrakt, Algenextrakt. Ja, viele tolle Sachen, die nachher so ein bisschen den Bart anweichen werden und werden sich schützend über die Haut legen zwischen Klinge und Haut dann und werden den Rasierhobel beim Gleiten über der Haut dann auch noch unterstützen. Das nutze ich unheimlich gerne, Pre-Shave, ja, weil da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, muss ich sagen. Also das ist eine tolle Sache hier, das Dawn of Glory. Ja, dann kommen wir weiter zu den Sachen, die hier von Julian eingegangen sind. Und zwar ist das die Rasierseife hier, die im Bundle gekommen ist mit diesen schönen Rasier. Wasser, das ist The Goodfellas Smile Sea Citrus. Das ist auch so ein Zungenbrecher. Citrus, also ganz furchtbar. Eine tolle Sache, habe ich ganz viele Sachen schon hier von The Goodfellas Smile. Das ist schon die siebte Kombi hier, die ich bei mir stehen habe. Eine schöne Duftnote, duftet auch nach Sea, wenn man so will. Ja, riecht aquatisch, zitrisch und hat so eine leichte Cremigkeit, so eine leichte Cremigkeit. Ganz, ganz schöner Duft ist hier so eine, ja, weiche Seife, kann man so mit dem Finger eindrücken. Duftet sehr edel, finde ich, sehr erfrischend und edel. Ich will hier einmal nochmal. Ja, oh, das ist echt, echt, echt ein toller Duft. Ja, zitrisch, klein wenig blumig vielleicht. Aquatisch wie gesagt, so eine leichte Cremigkeit hat das. Also das ist ein schöner Stoff, da freue ich mich jetzt schon wieder, wenn ich das nachher anwenden kann. Ja, diese Seife hier ist in einem Container übrigens, das ist so ein Biokunststoff, die werden irgendwie aus Zuckerrohr hergestellt und sind eben auch kompostierbar, wenn man so will. Also das ist auch eine tolle Sache, was die da nutzen. Also das belastet nicht so die Umwelt. Steht hier hinten auch drauf, I'm green, bio-based. Und das andere ist italienisch, das kann ich nicht lesen. Eine tolle Sache. Ja, das wird eine super Kombi werden. Auch eingegangen hier die Sache von Julian Klein. Wir werden die Seife denn aufschlagen mit einem Pinsel, der ebenfalls von Julian Klein kommt und ebenfalls auch von The Goodfellas Smile kommt. Und das ist der hier. The Goodfellas Smile Deep nennt sich der. Toller Pinsel, hat einen schönen Barbergriff, nicht ganz so lang und eine schöne Maserung. Oder musste ja, Maserung ist das, ja, wie nennt sich denn das hier? So, ja, schöne Einschlüsse hier. Marmoriert nennt sich das, glaube ich. Ne? Marmoriert, ja. Sieht toll aus. Schöner Knoten, 24 mm. Die Fasern hier werden hergestellt, übrigens von BASF. Technopolymer nennt sich das. Eine ganz schöne, weiche Kunststofffaser. 89 Gramm wiegt der Pinsel hier und eine Loftlänge hier von 50 mm. Also ein ganz toller Pinsel, freue ich mich. Liegt super in der Hand, wenn ich damit nachher schön die Seife aufschlagen kann. Wir werden uns ein bisschen Seife hier aus dem Container rausnehmen und dann hier in diesen Yaki
Shaving Bowl, hier diesen Travel Reise-Shaving Schüssel hier, da werden wir das aufschlagen. Das finde ich ein tolles Ding, da stehe ich total drauf, nutze ich fast ausschließlich hier noch. Bin ich mal gespannt, wie lange das hält hier, wenn man den hier ständig auf- und zuklappt, hätte ich beinahe gesagt, weil sich das hier unheimlich gut aufschäumen lässt durch diese Rillen hier. Und er liegt super in der Hand, der ist überhaupt nicht rutschig, dadurch, dass er eben aus so einem Silikonzeug ist. Und selbst wenn er runterfällt, da kann nichts passieren. Also finde ich absolut eine tolle Nummer. Ja, da werden wir schön die Seife aufschlagen. Hinterher, wie gesagt, wird es dann geben das schöne Citrus als Aftershave, wo ich mich sehr drauf freue. Und abschließend wollen wir die Rasur hier mit diesem Altera Aloe Vera Gel. Das nutze ich auch sehr gerne. Das bringt unheimlich viel Feuchtigkeit auf die Haut. Führt so ein bisschen dazu, dass ich das, also zumindest bei mir, wenn ich das jetzt direkt anwende nach der Rasur, dann rötet sich das hier so ein ganz klein wenig, aber das verzieht sich dann wieder und was weiß ich, 2-3 Minuten hat man ein total angenehmes Gefühl auf der Haut. Also das ist Naturkosmetik hier ohne großartige chemische Zusätze, ganz schönes, angenehmes Hautgefühl macht das. Ja, das ist ein tolles Setup, finde ich. Und wie gesagt, fast ausschließlich hier von Julian Klein zur Verfügung gestellt, freundlicherweise. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für diese super großzügige Unterstützung von dir. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ich mache mir einmal das Gesicht nass. Dann können wir gleich starten. Den Pinsel werde ich hier einmal unten kurz in meine Wasserschüssel stellen. Dann kann der schon so ein bisschen aufweichen. Und dann können wir uns hier einmal das Dawn of Glory ein bisschen ins Gesicht machen. Ja, es ist also kein Gel, wenn man, könnt ihr das sehen, es ist, hat eine Konsistenz wie so ein Öl. Heute habe ich sogar mal dran gedacht, hier wieder meinen Spiegel hinzustellen. Also, wir dürften komplett sein. So, jetzt kann das hier so ein bisschen einziehen und wirken. Und dann kann ich die Hände abspülen und einmal hier abtrocknen. Dann können wir uns hier den Big Ben rausnehmen. Und verschlossen hier die Klinge. 5 Stück sind da drin. Zeige ich euch einmal die Klinge, mit der wir heute zu tun haben. Big Ben Super Stainless Made in Egypt. Die werden wir heute nutzen. So, dann drehen wir ihn einmal auseinander, nochmal nach 3 Teile. Ihr habt gesehen, hat hier so eine Silikon-Unterlegscheibe schon von Haus aus drin. Wenn wir die Klinge hier einmal nehmen, die legen wir hier ein. Zack. So einen kleinen minimalen Klingenüberstand. Kommt. Nee, gar nicht. Fühlte sich eben nur so an beim Einlegen. Kein Klingenüberstand. Mal sehen, wie die Klinge drin liegt. Ja. Ja, nicht ganz. Kann ich mal ein bisschen korrigieren. Ja, so ist sie besser drin. So, sie liegt gerade drin. Hat aber augenscheinlich einen positiven Klingenüberstand oder die Klingenexposition. Wir werden sehen, wie er rasiert. Schauen wir uns an. So, dann werden wir uns hier einmal die Seife nehmen. Da gehen wir jetzt einmal mit dem Pinsel rein und werden uns hier so ein bisschen abnehmen. Man könnte sich jetzt hier mit einem Löffelchen auch was abnehmen und dann beim Spatel zum Beispiel habe ich auch einiges hier. Ich will heute mal so ein bisschen hier drin rum. Fuhrwerken. Diese Duftexplosion. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Schaum dran. Damit gehe ich jetzt einfach hier in diesen Bowl. Mache ein bisschen Wasser zu und dann können wir hier die Sache fertig aufschlagen. Das ist immer eine gute Sache hier in diesem, lässt sich auch, der ist ratzfatz aufgeschlagen hier auch in diesem. In dieser Rasierschale hier. Oh, ey Leute, das
duftet schon wieder. Wahnsinn, ne? Ist doch ein Wahnsinn. Also die Sachen von The Goodfellas Mal, die Seifen und so, ich lasse da nichts drauf kommen. Das sind echt hervorragende Sachen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es in Deutschland da irgendwie nichts Vergleichbares gibt. Warum muss man da immer als Kunde hier dann auf Sachen aus dem Ausland zurückgreifen? Also wirklich, da kommen tolle Sachen, die in Italien produziert werden. Ob das jetzt hier die Sachen von The Goodfellas Smile sind. Die Sachen von Razor Rock kommen im Übrigen auch aus Italien, da werden die produziert. Also es gibt wirklich ja, viele tolle Hersteller von Rasurartikeln, von Seifen oder auch von Pinseln. Pinsel haben wir hier auch in Deutschland, ja, mit Mühle, großer Pinselhersteller, ja. Aber hier so solche Geschichten hier, Seifen, Aftershaves und so, da ist wirklich nicht viel, was die in Deutschland hier so zu finden sind oder die ihren Ursprung hier in Deutschland haben. Leider, finde ich schade, muss ich sagen. So, das sieht toll aus, das duftet toll. Und wenn es jetzt noch eine tolle Rasur wird, dann stimmt alles wieder. Wird das hier auch ein tolles Video. So, die Rasierhobel machen wir ein bisschen nass. Sieht super aus. Selbst jetzt hier mit feuchten Händen liegt der top in der Hand. Wir werden wieder zwei Durchgänge machen. Einmal von oben nach unten, einmal von unten nach oben. Und dann werden wir wahrscheinlich nochmal einen Ausputzdurchgang einmal quer machen hier unten am Hals. Ich werde ihn jetzt mal anlegen, bin ganz gespannt, wie er sich macht. Ich kippe ihn hier so ein bisschen und hier fast die Klinge auch schon. Und dann können wir hier ganz locker ihn runterziehen. Man muss wieder aufpassen, oder ich muss wieder aufpassen, weil es ja ein Hobel aus Aluminium ist, der sehr, sehr leicht ist. Da habe ich dann immer so die Angewohnheit, ein bisschen zu drücken. Und das ist wirklich Gift dann auch für eine Rasur. Ich habe es gestern auch wieder mit dem Rasieren übertrieben und hatte hier am Hals wieder mir rote Stellen fabriziert. Muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Also so ist das toll. Die Klinge spürt man, obwohl der Klingenspalter wirklich minimal ist. Spürt man die Klinge relativ gut. Aber für den ersten Durchgang ist das hier eine Top-Glätte, muss ich sagen. Also Respekt. Das hat er schon mal gut erledigt hier. Ja, muss man wirklich drauf. Also ich habe immer, wenn mit diesen 36 Gramm, das ist so leicht, da denkt man immer, na, das ist schon fast unwillkürlich, da ist man da Druck. Ausübt auf den Hobel, muss man aber überhaupt nicht. Genau wie bei anderen Hobeln dann auch, die ein bisschen schwerer sind, einfach gleiten lassen. Ja, auch hier enorm, was der runterholt hier. Enorm. Mit so einem kleinen Klingenspalt von 0,45 ist das eine tolle Glätte hier, die er gezaubert hat. Bin ich mal gespannt, wie der jetzt hier gleich im zweiten Durchgang gegen die Wuchs geht. So ist das schon echt gut hier. So, ein bisschen. Das machen wir mal. Ich habe gar nicht so viel Schaum abgenommen von der Seife, aber hier ist für, ich weiß nicht, wie viele Durchgänge hier Schaum drin. Unglaublich. Sehr ergiebig hier die ganze Sache auch. Also dieses Einpinseln ist ja auch immer so eine sinnliche Angelegenheit. Eine echt sinnliche Angelegenheit. Ich genieße das ja auch immer. Schön sich einzupinseln. Und wenn der Schaum dann noch so lecker duftet hier. Oh, echt sehr, sehr schön. Ganz schöner aquatischer Duft. Wie gesagt, und so eine, ich kann das gar nicht sagen, so eine leichte Cremigkeit. Also, ja. Duft kann man immer echt schwer beschreiben. Das ist echt sehr schön erfrischend auch. Würde ich jetzt ja, sehr gut auch in den Sommer verorten. Wunderbar.
So. Chop, chop. Tja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf zur zweiten Runde gegen die Wuchsrichtung. Fangen wir hier unten wieder an, wie immer. Jetzt auch schön wenig Druck hier. Schön wenig Druck. Gute Schaumdurchlässe hier hat er. Der lässt sich auch super rausspülen hier, der Schaum. Offen. Sind Spalten hier, wunderbar. Einmal kurz, tschup, tschup, tschup. Und dann ist der Schaum weg. Ja, hervorragende Glätte. Echt toll. Echt eine hervorragende Glätte. Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich sage ja immer, dass ich eigentlich so ein Fan von Hobeln bin, die besonders schwer sind. Die mehr so ein bisschen mehr Gewicht haben, weil die dann wertiger in der Hand liegen. Aber die letzten Aluhobel, die ich hier hatte, die waren allesamt echt top, muss ich sagen. Also da tut man den Aluminiumhobel dann wirklich ein bisschen unrecht. Also das ist klar. 36 Gramm. Ne? Und ich habe andere Rasierhobel, die wiegen 100 Gramm mehr. Die wiegen 160 Gramm oder 140 Gramm. Das ist dann schon eine andere Haptik, die man da zu fassen hat. Aber vom Rasieren her, astrein. Also hier ist fast alles. Eigentlich brauche ich da kaum nochmal über. Also super, super gründlich. Super gründlich. Also Wahnsinn. Mir fehlen schon wieder die Worte. Ich will hier trotzdem hier einmal nochmal... Gehe hier noch einmal quer, was soll's. Und dann ist das hier hundertprozentig top, muss ich sagen. Super, also ich bin echt total begeistert hier von diesem Rasierhobel. Lässt sich super ausspülen, wie gesagt, und liegt hier mit dieser Riffelung hier top in der Hand. Kann man hier ganz locker mit zwei Fingern Wahnsinn. Eine Glätte. Wahnsinn. Wahnsinn, wenn ihr das spüren könnt. Nichts mehr. Genauso wie ich es haben möchte. Einmal werde ich hier nochmal. Oh, toll. Echt eine tolle Glätte. Wahnsinn. Und die Haut nicht gereizt. Super. Eine super Rasur. Ich werde mich jetzt einmal schön kalt abspülen und dann schauen wir uns die Sache mal zusammen an. Oh. Sehe ich euch hier gar nicht. So, ist besser. Hier noch schauen. So. Eine absolut reizfreie Rasur hier. Also, selbst hier unten, das war jetzt, wie gesagt, von gestern gerötet, weil ich das wieder echt total übertrieben habe. Hier hatte ich mir auch einen kleine Rötung gesetzt. Also das ist nicht roter geworden. Und hier totale Glätte. Leute, das ist richtig. Also, ich spiele euch mal eben ab. Echt hervorragender Rasierer. Das war eine echt geile Rasur, muss ich sagen. Also, ich habe ja
in den letzten Videos hier mit den Alu-Rasierern, da hatte ich ja den Aviation 94 und auch den Timeless Alu-Rasierer, und der reiht sich hier absolut ein in die ja, erste, zweiter, dritter Platz. Ich weiß gar nicht, wo ich den hier einordnen würde. Das war jedenfalls hier eine astreine Rasur. Also man tut den Aluminiumhobeln so ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, ja, das sind so Leichtgewichte. Sind sie natürlich, aber die machen eine echt geile Rasur, muss ich sagen. Und er, wie gesagt, auf gleicher Höhe sehe ich ihn wie den Aviation 94 und auch den Timeless Alu-Rasierer. Von der Verarbeitung spitzenmäßig. Und die Rasur astrein. Also hier, das kann natürlich auch immer an dieser Klingenkombi liegen, hier mit der Big Ben. Eine astreine Kombination. Also wenn ihr euch jetzt hier so ein Ding ordert und haut da vielleicht eine andere Klinge rein, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Also diese Kombi hier, ja, die ist wirklich astrein. Ich werde ihn jetzt nochmal ausprobieren, auch noch mit anderen Klingen, wie er sich da macht. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Obwohl man, wie gesagt, wenn man ihn ansetzt, die Klinge schon relativ deutlich spürt, was mich so ein bisschen verwundert. Aber schaut euch das an, tadellos. Ne? Ich hatte hier noch mein Alone Stick, habe ich noch gedacht, na, vielleicht legst du den mal lieber raus, weil du kennst ihn hier ja nicht. Habe ich jetzt nicht gemacht und brauche ich auch nicht. Ne? Also, das ist tolle Rasur geworden. Absolut reizfrei, alles erst rein. So, dann können wir uns abtrocknen, denke ich. Und dann gibt es jetzt schön C-Citrus. Es ist wie ein Zungenbrecher, C-Citrus. Also für mich jedenfalls. So, das werden wir jetzt hier einmal schön schütteln. Und dann gibt es jetzt diesen herrlichen, wunderbaren Duft. Sind auch schöne, pflegende Stoffe drin hier. Rizinusöl, viel zu viel wieder. Oh. Jetzt wollen wir das erstmal. Oh. Mm. Ja, man merkt richtig, wie sich hier so eine pflegende Schicht auf die Haut legt. Ne? Oh, Glycerin ist drin, klein wenig Menthol ist drin. Oh, herrlich. Ganz schön. Kann man hier noch was lesen, was hier an Stoffen drin ist? Blende ich euch wieder ein. Das ist immer, kann ich mir sowieso immer schlecht merken, was hier alles an Sachen drin ist. Oh, oh, nimm mal. Oh, das ist jetzt natürlich total intensiver Duft. Ja, man hat wirklich so ein schönes Gefühl auf der Haut, dass hier Pflege aufgebracht wird. Also weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier unbedingt das Aloe Vera Gel noch bräuchte, weil die Haut richtig schön sich feucht anfühlt. Jetzt kommt auch so ein bisschen das Menthol ins Spiel, fängt so ein bisschen an. Wir werden mal ein bisschen nehmen von dem Alterra. Ist eine Marke hier von Rossmann Bio, Naturkosmetik Marke von Rossmann. Das ist hier völlig duftneutral. Das können wir hier auch gut rübergeben jetzt. Ach, ja. Ist doch ganz nett, wenn die Haut so ein bisschen Pflege bekommt. Ach, können wir hier oben auch nochmal. Ja, Aloe Vera gibt der Haut ja auch schön Feuchtigkeit. Ne? Wunderbar. Boah, da fühlen wir uns jetzt aber richtig gepflegt hier. Toll, 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 toll. Ich will nur hier nochmal dran schnuppern. Super, super. Kann ich nur empfehlen. Eine tolle Sache hier mit der passenden Seife. C-Citrus von The Goodfella Smile. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das war eine super tolle Rasur. Ich fühle mich total gepflegt. Ich bin extrem glatt. Und konnte die ganze Rasur hier komplett genießen. Also das war richtig, richtig schön, muss ich sagen. Oh, hier den nochmal den Rest hier auf die Arme geben. Ja, Julian, herzlichen Dank nochmal für deinen wirklich großzügigen Channel-Support hier. Ja, finde ich toll. Also die Sachen, die ich so bei mir auf der Amazon-Wunschliste habe, das sind natürlich alle so Dinge, die ich hier auch gerne, das mache ich denn ja schon mit einem gewissen Hintergrund, weil ich die Sachen hier alle gut in den Videos nutzen kann oder auch nutzen möchte. Dafür setze ich die da auf die Amazon-Wunschliste. Das sind alles Sachen, die sich dann hier in Videos wiederfinden können. Also das ist schon alles so ein bisschen geplant, was da draufsteht. Nur weil ich da irgendwie eine Sache toll finde, klicke ich da das nicht auf die Wunschliste, sondern das sind alles Sachen, die wirklich hier dann auch ja, für
kommende Videos, die ich mir da so vorstellen könnte. Ja, eine tolle Sache. Herzlichen Dank, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt hier. Diese schöne Rasur hat mich jetzt wieder beflügelt, fit in den Tag zu starten. Ich fühle mich astrein. Mich bringt sowas immer nach vorne. Und das ist auch eine tolle Sache. Also wenn man sich hier sowas gönnt als Start in den Tag, schön Kaffee dazu noch und dann eure nette Gesellschaft. Mir geht schon gar nicht. Also mich beflügelt sowas immer. Jede Rasur morgens ist für mich ein astreiner Booster für den Rest des Tages. Da kann eigentlich nicht mehr viel kommen, was einen denn aus der Bahn wirft, wenn man so jetzt unters Volk tritt und ja, oder was weiß ich, auch zur Arbeit geht. Da fühlt man sich doch einfach kernig. Ist doch toll. So schön gepflegt und rasiert. Absolut toll. Ja, herzlichen Dank für eure nette Gesellschaft. War eine schöne Rasur für mich hier. Hat mich sehr gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr euch vielleicht auch in den Kommentarbereich zu den Produkten äußert oder wenn ihr Fragen dazu habt, gerne rein damit in die Kommentarfunktion. Und ihr vielleicht euch sogar untereinander da ein bisschen austauscht, finde ich immer einen tollen Platz, wo sowas stattfinden kann. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Video hier einen Daumen nach oben gibt. Natürlich, alle, die es noch nicht gemacht haben, gerne den Kanal auch abonnieren. Das bringt den Kanal weiter nach vorne. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid, reinklickt und schaut, was da so los ist hier bei Glatt rasiert im Badezimmer. Okay, dann würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss, macht's gut, viele schöne, nette Rasuren. Bis dahin. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und mache jetzt hier Feierabend, räume ein bisschen zusammen und dann plane ich schon die nächste Rasur und hoffe, dass ihr dann wieder reinklickt. Wir sehen uns, bis dann, macht's gut.